Wir begrüßen Martin Schröder, einer der führenden Köpfe, die ich so kenne aus dem Dante-Umfeld. Okay. Thema Tech im 21., vielleicht auch 22. Jahrhundert, finde ich sehr spannend, weil ich bin einer, der mit LaTeX 2.09 angefangen hat und dann irgendwann mal den Überblick verloren hat, also spätestens als es Kontext gab, konnte ich dann die verschiedenen Systeme und Begriffe nicht mehr so richtig einordnen und auseinanderhalten. Aber vielleicht schaffst dafür du es, genau dieser Vortrag das gerade zurück. Okay. Okay. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich erzähle euch was über Tech im 21. Jahrhundert. Wo sind wir, wo geht's hin? So, erstmal was über mich. Bin Diplom-Informatiker, PDF- und Tech-Experte, Java-Entwickler, LaTeX-Nutzer seit 89. Ich habe da mal eine Zeit lang First Level Support beim LaTeX 3-Team gemacht, war mal eine Zeit lang Maintainer von PDF-Tech, bin Mitglied des LuaTeX-Teams und habe so seit 25 Jahren habe ich irgendwie so ein paar LaTeX-Pakete gebaut. Ja, und mein letzter Arbeitsvertrag hieß ernsthaft Tech-Programmierer. Ja, also worum geht's heute? Erstmal am Anfang ein bisschen Motivation, dann einen kurzen Rückblick, wo kommen wir denn so her? Wir haben halt irgendwie inzwischen 37 Jahre Geschichte. Probleme, die uns umtreiben und dann so Dinge, die sich in den letzten Jahren so getan haben, halt der Unterbau, was hat sich bei LaTeX getan, was hat sich bei Kontext getan, was hat sich bei den Grafiken getan, was hat sich bei Bibliografien getan, Indizes, Fonts, Distributionen, Literatur, was tun wir so mit der Community und noch ein bisschen Zusammenfassung. Also Motivation ist ernsthaft seit Linux-Tag 2005, macht Dante so Stände auf Linux-Tagen und sonst irgendwie. Also Linux-Tag, Chemnitz, Boscon, Brandenburg, whatever. Und da merkt man halt relativ schnell, so, man hat irgendwie so drei Typen von Standbesuchern. Was ein Tag? Er hat irgendwann mal vor Jahrzehnten irgendwie Tech gesetzt und das gibt's immer noch. Was gibt's denn da Neues? Willkommen im Club, hier werden Sie geholfen. Und ich habe gerade so eine Monsterformel, die muss irgendwie umbrochen werden. Wie kann man das tun? Oder ich muss morgen abgeben. Das hatten wir noch nicht, aber wir hatten also definitiv so beim 2005 so, das ist übrigens meine Diss und jetzt lass uns doch mal irgendwie Beratung machen. Ich meine, ist okay, komm vorbei, wir helfen euch. So, wo kommen wir denn so her? Also wie man leicht sieht, ist, wir haben, das System ist alt. Die Grundzüge sind halt von 78, Tech hat sich nochmal ein bisschen weiterentwickelt, aber Tech ist effektiv seit 1990, da Tech 3.0. Hat Knus halt gesagt, Leute, ich will auch mal wieder Bücher schreiben. Ich habe keine Zeit für dieses System. Es ist für mich fertig und jetzt habt ihr 8-Bit und seid glücklich und seht auch selbst zu, wie ihr das weiterentwickelt. Was die Welt dann ja auch getan hat. Und dann kam halt sowas wie PDF-Tech und C-Tech und LuaTeX und Kontext. Und bei LaTeX muss man halt sagen, LaTeX 2e, also das mit dem Document Class, das ist inzwischen auch schon 21 Jahre alt. Also wer noch Document Style kennt, ist ein, ja. So, Probleme, die uns umtreiben. Unicode. Weil historisch ist halt, also 1978, 1982 war ASCII noch fast nur ein Zeug. Ja, das heißt 7-Bit war State of the Art. Wow. Und dann kam irgendwann Codepages und dann bekamen wir 1990 nochmal ein 8. Bit, aber das muss dann erstmal reichen. Der Rest der Welt entwickelte inzwischen Unicode und okay, da gab es dann so erste Lösungen mit Omega. Das hat sich nicht wirklich verbreitet, weil es hilft einer Software nicht, wenn die Dokumentation entweder auf Französisch oder Japanisch ist. Seit 2004 ist dann C-Tech entwickelt worden, 2007 gab es dafür LuaTeX, beide können 32-Bit zeichnen, also Unicode ist kein Problem mehr, das können wir. Was zurzeit so das Problem ist, wenn ich meine Formel in Unicode schreiben will, das geht nicht auch. Und das ist ein spannendes Problem und dazu braucht man, also das können wir inzwischen, wir brauchen noch ein paar Freifonts. Da fehlen uns schlicht Freifonts. Genau, Fonts. Wie gesagt, also 1982 war PostScript noch. Science Fiction, fast schon. Jedenfalls, das gab es noch nicht wirklich, deshalb machen wir halt bei Tech schon schlau. Es gibt die Font-Metriken und die Fonts kann man dann mit Metafont erzeugen. Schönes System, hat sich nicht durchgesetzt. Der Rest der Welt macht da halt PostScript. Das war Adobe und Apple macht da TrueType und dann hat man sich gut zusammengetan und dann gab es OpenType. Das funktioniert inzwischen alles. PostScript und TrueType-Fonts gehen halt mit DVI-PS, DVI-PDFM und PDF-Tech. Das Einbinden von Fonts ist allerdings nicht so einfach.
um es zu sagen, das möchte man eigentlich nicht. Also so, wenn jemand ankommt mit, ich habe hier meine Zerfino, mach doch mal. Nein. Und mit OpenTypeFonts geht es sowieso nicht so richtig, weil man kann halt irgendwie nur 8-Bit zeichnen. Bei Xetech und Luatech geht das inzwischen einfach trivial. Der nutzt einfach die Systemfonts, wenn man das will, oder man wirft eine Datei an die richtige Stelle und dann läuft das. Mit sehr wenig Magie. PDF. Wie gesagt, wir sind älter, deshalb gab es damals ursprünglich DVI, Device Independent Format. Das ist wunderschön, hat der Rest der Welt aber halt so zwischendurch PDF gemacht. Das können wir inzwischen mit PDF-LaTeX und das geht. Standard Engine ist PDF-Tech inzwischen, das ist seit mindestens 2005 oder so. Und Xetech und LuaTeX können das auch. Also PDF fällt inzwischen überall raus, das ist definitiv der Standard. Man kann auch noch DVI machen, aber das ist eher die Ausnahme. Genau, aktuelle Baustelle ist Text-PDF. Das ist das, wenn PDF dann fließen kann. Also wenn es nicht mehr formatabhängig ist, sondern wenn ich das auch auf dem Handy oder was auch immer angucken kann und der Inhalt fließt schön und passt sich dem Device an. Das soll mit LuaTeX und Context gehen, geht aber noch nicht mit LaTeX. Da gab es mal die Diplomarbeit, das hat sich aber nicht weiter fortgesetzt. Es gibt Baustellen, um das mit PDF-Tech zu machen, aber das ist nicht wirklich verbreitet. Genau, nochmal so zum, wie denn so ein typischer Workflow aussieht. Genau, die Engines, der Unterbau. Wenn Techniker von Engines reden, meinen sie sowas. Also Tech ist das Original von uns, das ist das Programm, das uns der Meister geschenkt hat. Epsilon Tech war dann so kleine evolutionäre Erweiterung. Man braucht mal ein bisschen mehr Speicherbereich und kann Sachen vorrecht hinschreiben und so. Und das ist in einem weiteren Engines ist das überall mit drin. PDF Tech ist in Entwicklung seit 97 inzwischen der Standard. Also wenn ihr LaTeX auch bucht, kriegt ihr PDF Tech. Das kann PDF erzeugen und bietet biotypografische Erweiterungen. Das heißt, Biotypografie heißt, ich kann optischen Randausgleich machen, ich kann Zeichen automatisch ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler. Das funktioniert wunderbar, das ist stabil. Xetech ist dann die Weiterentwicklung, ich will Unicode und OpenType machen. Das benutzt für die OpenType von Sites Bibliotheken des Betriebssystems, was die Portierung vom Mac, auf dem es entwickelt wurde, zu Linux und Windows ein bisschen komplexer macht. Aber das funktioniert. Und dann gibt es noch LuaTeX, das ist die Weiterentwicklung von PDF-Tech, das kann PDF erzeugen und mikrotypografische Erweiterung. Kann Unicode und OpenType-Fonts verarbeiten und integriert Lua als Programmiersprache. Das heißt, man hat endlich mal eine vernünftige kleine Skriptsprache da drin. Man muss sich nicht mehr mit dem ganzen Expand, After, Future und was auch immer umschlagen. Kann man, muss man aber nicht. Also es ist voll kompatibel, aber man kann halt auch wirklich einfach programmieren. Metaposts ist integriert, das ist seit 2007 in Entwicklung, derzeit stabile Beta. Letzte Version ist 0.8 von gestern. 1.0 ist so für nächstes Jahr geplant, aber da legt sich niemand drauf fest. Ist definitiv nutzbar. Also ist seit ein paar Jahren definitiv nutzbar. Ist aber halt noch so im Fluss. LaTeX. Da hat sich auch ein bisschen was getan, weil ich meine, so die letzte Version von Lamport war 2.09 von 89. Hat damit irgendjemand noch gearbeitet hier? Die älteren Säcke, dann verstehe. Ja. Da gibt es seit 94 LaTeX 2 Epsilon. Das war halt so als Zwischenschritt zwischen Epsilon halt, zwischen 209 und LaTeX 3 geplant. LaTeX 3 steht da unten was. Das ist definitiv stabil. Das funktioniert, ist wunderschön. Da gehört definitiv so zu, was man sagen muss, CoMaScript. So ganz früher mal ein richtiges Problem war. Das war selbst irgendwie noch um so 95 irgendwie ein Thema, weil nein, das ist nicht so trivial. Und dann haben sich diverse freie Textdistributionen entwickelt, von denen es halt auch so zwei aktiv sind, effektiv. Sinus Tech Live für Unix, macOS und Windows. Dafür gibt es ein eigenes Paketmanagement, Online-Updates und alle Unix-Distributionen. Alle Unix und Linux, alle Unix, genau, holen sich Tech davon. Wobei man sagen muss, das mit den Online-Updates ist bei den Tech-Lives, die bei den Unixen mitgeliefert werden, explizit klassischerweise abgeschaltet.
weil ich da Paketmanagement und Technologie-Paketmanagement für die Quere käme. Von daher kann es durchaus sein, dass wenn ihr ein Problem habt, man euch sagt, installiert erstmal ein Vanilla-Techlife und dann bist du glücklicher. Vor allem hängen die Distributionen halt ein bisschen hinterher. Also wenn ich eine RHEL 6.5 habe, dann ist da halt ein Techlife von 2009 bei und da muss ich mit LuaTech nicht anfangen. Vor allem muss ich da nicht irgendwie mich danach beschweren, wenn das nicht funktioniert, weil es ist wahrscheinlich eher gepflegt. Für Windows gibt es MiGTech. Das ist funktioniert, ist wunderschön, ist Windows. Macht auch Online-Updates. Beides wäre definitiv undenkbar ohne CETA. CETA steht für das Comprehensive Tech Archive Network. Das ist ein Verbund von FTP-Servern, der Software rund um Tech zur Verfügung stellt. Wenn ich halt ein Tech-Paket entwickelt habe, dann kann ich das da hochladen, dann wird das automatisch verteilt, wird dann auch automatisch für TechLive paketiert und MiGTech. Und ja. Bücher. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Bücher zu Tech vorne am Bücherstand liegen. Ich vermute sehr wenige. Vor allem weiß ich nicht, ob in den letzten 10 Jahren noch deutschsprachige Tech-Bücher erschienen sind, die nicht bei Land erschienen sind. Wir hatten einfach so um die Jahrtausendwende das Problem, dass dann die deutsche Übersetzung von einem Buch von Leslie Lamport, was nicht das Flatig-Manual ist, einfach nicht mehr aufgelegt wurde. Und der Verlag die Übersetzung auch nicht freigab, sondern gibt es halt nicht mehr. Ja. Was man explizit erwähnen muss, ist der Lachich-Companion, sprich auf Deutsch der Lachich-Begleiter. Wir haben leider kein Exemplar im Stand. Das ist so das Buch, das man immer definitiv kaufen sollte. Die Neuauflage ist von 2005, 2007 oder sowas, ist aber immer noch aktuell. Und das Lachich-Projekt finanziert sich darüber. Und dann gibt es halt die Dante-Serie. Am Dante-Stand wird euch auffallen, wir haben da eine lange Liste von Büchern. Und wir machen das halt inzwischen selbst. Wir haben da ein, zwei Leute, die sehr rührig sind, die sehr, sehr schön Bücher schreiben und da haben wir halt die Bücher einfach selbst vorgebracht in Zusammenarbeit mit jemandem. Ja, und dann gibt es was bei Tech, dann definitiv, glaube ich, noch ein bisschen einmalig, ist die Usergemeinde. Weil man muss bei Tech einfach sehen, es steckt halt keine Firma dahinter. Wir haben den ganzen Scheiß irgendwie in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger selbst finanziert. Wir haben zwischen 90 und 2000 irgendwie mal 150.000 Markt in ein Projekt gesetzt. Was für so Usergroups, die über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert sind, nicht ganz so trivial war. Also es gibt halt diverse Usergroups, nationale und eine internationale, Tag. Dante ist mit die deutschsprachige, Dante ist die deutschsprachige Allgemeinvereinigung TTV. Deutschsprachig, nicht deutsch. Wir haben auch Mitglieder in Österreich und in der Schweiz und die nächste Herbsttagung ist in Graz. Wir haben 2000 Mitglieder und viele diverse Tagungen. Dante macht jedes Jahr 2, einmal Frühjahr und Herbst. Dann gibt es diverse nationale Tagungen der europäischen Usergroups. Die polnische ist dabei sehr zu empfehlen. Das ist immer am 1. Mai in Ostpreußen an dem See. Ist also sehr, sehr schön, auch für Familien zu empfehlen. Ist nett. Dann gibt es meistens noch eine europäische. Dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr kommt die internationale, also die von TAC, kommt nach Darmstadt, also nach Europa. Und dann gibt es noch eine Kontext-Tagung, weil inzwischen gibt es auch eine Kontext-Usergroup und die Kontext-Leute haben halt auch ihre Tagung. Dann sind wir seit ein paar Jahren, 2005, auch noch auf Tagungen anderer Leute, so Linux-Tag, Frostcon, Rumanur, Chemnitz, mit Ständen und Vorträgen. Und wie gesagt, Neuentwicklung wird von den Usergroups finanziert, das heißt, das sind Mitgliedsbeiträge und Spenden. Genau, zum Thema Community muss man auch sagen, Stack Exchange, Tech Stack Exchange ist definitiv so das, was in den letzten Jahren der Game Changer war. Das ist halt, das killt gerade massiv die ganzen Medienlisten und ich weiß nicht, wie es noch Newsgroups noch gibt. Da werden sie geholfen. Muss man einfach so sagen. Das ist definitiv so der erste Anlaufpunkt für dich sofort im Netz. Es gibt auch eine deutsche Variante. Techwelt.de, glaube ich. Ja. Obwohl Tech inzwischen, also wir werden dieses Jahr, glaube ich, 37 Jahre. Das entwickelt sich immer noch. Das ist nicht fertig und muss man sich nicht mehr darum kümmern. Hauptarbeitsgebiet sind die Unicode-Eingabe von OpenTelefons. Ja, und ich sag mal, Erstellung von E-Books. Aktuell sich weiterentwickelnde Programme sind CTech und LuaTech. Das sollte man auch verwenden. Also wer sich heute noch mit einem 8-Bit-Input-Encoding rumschlägt in seinen Dokumenten, den kann ich nur sagen, nimm bitte UTF-8 und es funktioniert einfach. Dafür braucht man eigentlich eine halbwegs aktuelle Tech-Installation. Also mit dem Debian 7 wird man da wahrscheinlich nicht glücklich. Und LaTeX ist immer noch der Standard.
und wird auch immer noch an neue Programme angepasst. Kontext ist eigentlich eine Neuentwicklung, die sich sehr schnell entwickelt und die man sich sehr genau angucken sollte. Ja.